Herzlichen Dank für die Einladung und herzlichen Dank für die nette Einführung und herzlichen Dank, Jule Webel, für dieses wunderbare Spoken-Word-Stück. Hätte ich noch viel, viel länger zuhören können. Ich freue mich sehr, hier zu sein und ich bin auch ganz begeistert von dieser perfekten Organisation und dem tollen, der tollen Mappe, die bei mir postalisch angekommen ist, die ich auch ganz einzigartig finde tatsächlich. Ich freue mich also sehr, einen kurzen Input hier geben zu können zu dieser Frage, wer soll denn das noch verstehen, wie mit Abwehr und eigenen Zweifeln gegenüber diskriminierungskritischen Sprechen und Schreiben konstruktiv umgegangen werden kann. Weil das ist tatsächlich, ich habe mich ja jetzt Jahrzehnte mit Sprache und Diskriminierung beschäftigt, tatsächlich für mich ein tatsächlich über Jahrzehnte wiederkehrendes Thema, die Abwehr und auch die eigenen Zweifel, wie kann da konstruktiv mit umgegangen werden. Bevor ich aber jetzt, mal gucken, warum der jetzt nicht weitergeht, doch. Bevor ich aber jetzt darauf eingehe, wie die Zweifel sind und das Hadern ist, möchte ich da möglichst positiv dran anfangen. Und das ist auch so, das ist für mich schon eine der Grundhaltungen dazu, wie gehe ich damit um, mich immer wieder darauf zu orientieren und darauf zu besinnen, warum mache ich das eigentlich? Warum versuche ich diskriminierungskritisch Sprachkonventionen zu verändern? Also das heißt, Sprachkonvention heißt für mich, alles, was wir sprechen, schreiben oder was wir auch nicht sprechen oder schreiben, sind Konventionen in dieser Gesellschaft. Und die verändern sich sowieso die ganze Zeit. Und warum mache ich das? Warum will ich das eigentlich? Auch wenn es so viel Abwehr dagegen gibt. Und der erste große Punkt für mich ist, verantwortungsvoll handeln zu können. Verantwortungsvoll für mich handeln zu können heißt, dass ich Sprache als Handlungsinstrument verstehe und zwar als ein kontinuierlich vorhandenes Handlungsinstrument für mich, weil wir sprechen ja immer oder schreiben oder schweigen eben zu anderen Äußerungen. Wir kommunizieren also immer die ganze Zeit. Das heißt, ich kann ganz wunderbar meine eigene Sprachrevolution gestalten, indem ich selber versuche, verantwortungsvoll mit Sprache zu handeln und nicht einfach etwas nachzusprechen, was mir vielleicht von anderen vorgegeben wird, was ich in der Schule gelernt habe, was ich in der Ausbildung gelernt habe, was meine Herkunftsfamilie vielleicht mir nahelegt, sondern verantwortungsvoll zu überlegen, wie ich gerne sprechen und schreiben will. Und das ist für mich über die Jahrzehnte jetzt immer stärker eigentlich auf eine Regel reduzierbar. Und das ist auch die einzige Sache, die ich als Regel tatsächlich ansehen würde. Und zwar ist es respektvoll sprechen und schreiben zu wollen oder insgesamt respektvoll kommunizieren zu wollen. Umso älter ich werde, umso wichtiger wird es mir, dass es um nichts anderes geht, als respektvoll zu sein im Kommunizieren. Es geht für mich um Würde. Und um Offenheit. Respekt bedeutet für mich vor allem primär jetzt in dem Kontext dieses Vortrags, die Wünsche und Bedürfnisse diskriminierter Personen zu hören und zu respektieren. Danach, wie sie angesprochen werden wollen, danach, welche Fragen sie gestellt bekommen wollen oder nicht, danach, was überhaupt zum Thema wird. Und das muss mir auch nicht jede Person wieder neu erzählen, dass bestimmte Fragen einfach nicht Fragen sind, die Sinn machen, sondern oder die beschädigend sein können, sondern das kann ich mir anlesen. Also da gibt es ja mittlerweile sehr viel Literatur zu und auch sehr viel Internetseiten zu, die mir das klar machen. Respektvoll zu sprechen und zu schreiben heißt für mich auch, keine Grenzüberschreitungen zu machen, nicht Fragen zu stellen, die zu persönlich sind, sondern das ist ja auch etwas, was erstmal abgescheckert werden kann. Nicht alles besser zu wissen, nicht von einer pseudoneutralen Position auszureden, also ich als weiße Person zu sagen, wie es wirklich ist mit bestimmten Begriffen, rassistischen Begriffen oder die ich dann als nicht rassistische Begriffe bezeichnen würde, sondern mich dem, wie andere Menschen, die diskriminiert werden, etwas erleben, da aktiv zuzuhören. Genau, das wäre also das Zweite, warum diskriminierungskritische Sprachveränderung, weil es ist für mich kein Zusatz. Es ist nicht etwas, was dazukommt zu dem, wie ich ansonsten handle, sondern es ist ganz, ganz grundlegend eine ganz, ganz wichtige soziale Handlung. Durch Sprache und Sprachhandlungen bauen wir unsere Wirklichkeitsvorstellungen auf. Und das Dritte, was daran anschließt, ist eben, dass es mir eröffnet, eine möglichst gewaltfreie Welt aktiv mitzugestalten. Ich
Es ist natürlich wichtig, an die Politik Forderungen zu stellen. Ich kann aber selbst auch anfangen, etwas gewaltfrei zu gestalten. Also das ist wieder der Aspekt von, ich kann selber sprachmächtig werden und dadurch Welt ganz massiv mitgestalten eben. Ja, es kann bedeuten, Personen zu benennen, um sie anwesend zu machen. Es kann sein, es kann bedeuten, um neue Benennungen zu ringen, um überhaupt Anwesenheiten zu eröffnen. Es kann bedeuten, andere Sichtweisen als vielleicht die, die sonst immer anwesend sind, öffentlich zu machen. Und es kann auch bedeuten, Normalitäten herauszufordern. Und da zitiere ich ganz kurz Viktor Klemperer aus seinem Buch LTI, also die Sprache des Dritten Reiches. Viktor Klemperer ist Romanist und Linguist gewesen, hat während der Nazi-Herrschaft gelebt und hat in einem Tagebuch die Sprachveränderungen festgehalten, die er als auf der einen Seite subtil, aber auf der anderen Seite als unglaublich wirkmächtig angesehen hat. Und Viktor Klemperer hat als eine seiner Schlussfolgerungen geschrieben, Zitat, aber Sprache dichtet und denkt nicht nur für mich, sie lenkt auch mein Gefühl, sie steuert mein ganzes seelisches Wesen, je selbstverständlicher, je unbewusster ich mich ihr überlasse. Das ist für mich ein ganz zentrales Zitat dafür zu sagen, dass sprachliche Handlungen eine Wirkung haben. Und zwar ganz häufig auf einer unbewussten Ebene, auch dass uns das gar nicht bewusst ist. Der deutsche Autor Ingo Schulze hat genau dazu geschrieben, mit den Worten, die ich benutze, mit der von mir gesprochenen und geschriebenen Sprache fallen Vorentscheidungen in meinem Fühlen, Denken und Handeln. Das Bild, das ich mir von mir selbst und von der Welt mache, hängt auch davon ab, welche Worte ich wähle, welche Bedeutung ich diesen Worten als einzelne Person gebe und welche Bedeutung die Gesellschaft als Ganzes ihnen gibt. Das heißt also, dass Sprache auf einer emotionalen Ebene auch wirkt. Und diese Sachen mir alle klar zu machen, sind für mich total wichtig, um mit meinem eigenen Hadern und meinem eigenen Zweifeln auch immer wieder umgehen zu können. Es wird in der Regel keine Mehrheitsmeinung werden. Super, wir wollen die Sprache diskriminierungsfrei gestalten. Und das hängt an ganz vielen verschiedenen Aspekten. Das hängt zum einen daran, dass die Gesellschaft sich vielleicht sowieso schon als wir sind ja diskriminierungskritisch begreift und deswegen eine bestimmte grundlegende Ebene der Diskriminierung gar nicht wahrnehmen will. Es hängt auch daran, dass in dieser Gesellschaft uns immer wieder vermittelt wird, dass Sprache ja nicht so eine Rolle spielen würde, dass Sprache nachgeordnet sei und deswegen sprachliche Handlungen gar nicht so betrachtet werden müssen. Das heißt, es wird immer sehr viel Abwehr geben dagegen, diskriminierungskritisch Sprache zu verändern. Das ist für mich ein unabschließbarer Prozess. Also auch wenn ich das jetzt seit Jahrzehnten betreibe, das wird nie fertig sein, sondern es ist etwas, was immer weiter geht, weil es natürlich immer wieder neue Vereinnahmungen gibt, immer wieder neue Wörter gibt, wie vorhin schon gesagt worden ist, von Political Correctness ist es heute eher zu Wokeness übergegangen. Also es gibt die ganze Zeit Veränderungen. Das heißt, ich werde immer weiter lernen, muss immer auch so wie sprachliche Handlungen dynamisch sind, auch meine Strategien immer wieder neu anpassen und lerne natürlich auch immer wieder neu sehr viel über unterschiedliche Gewaltformen, also Diskriminierungsformen jenseits von beispielsweise Sexismus und Rassismus. Aber auch innerhalb von Rassismus natürlich lerne ich immer wieder viel. Und der letzte Punkt, warum ich das mache, ist, weil ich es schön und wichtig finde, mich differenziert und präzise auszudrücken. Wir benutzen ja Sprache, um uns zu kommunizieren. Das ist auch etwas, was in den Diskussionen und in Abwehrargumentationen häufig untergeht. Wir wollen ja nicht etwas komplizierter machen oder schwierig machen, sondern wir wollen uns kommunizieren und wir wollen uns selbst so kommunizieren, dass wir möglichst nicht diskriminieren. Und das zu machen, sich differenziert und präzise auszudrücken. Deswegen haben wir ja Sprache, deswegen verändert sich Sprache auch die ganze Zeit. Das heißt, das auch immer wieder mit sich selber damit zu verbinden, wenn eben solche Äußerungen kommen, wie ich die jetzt als Anfangsfrage gestellt habe, wer soll denn das noch verstehen? Es geht ja nicht darum, Menschen abzuhängen, sondern es geht darum, uns selbst und Menschen, die diskriminiert werden, mitzunehmen. Und das in einer Form zu machen, dass alle Menschen auch mitkommen können oder alle Menschen, die Interesse daran haben, auf jeden Fall. Ja, das alles kommt für mich zusammen in diesem für mich immer noch schon älteren, aber wunderschönen Plakat Respect Pronouns. Also die Aufforderung oder die Bitte, die sprachlichen Wünsche anderer Menschen zu respektieren. Das finde ich immer wieder sehr schön, eine sehr schöne Zusammenfassung dazu.
So, jetzt noch eine kurze Übersicht dazu, warum ich sprachliche Benennungen so machtvoll finde. Und zwar, das mache ich jetzt an einer konkreten Äußerung klar, um das deutlich zu machen. Es geht auch, wie sehr wir bestimmte Vorstellungen verinnerlicht haben. Eine Äußerung wie: Eine Gruppe arabischstämmiger Jugendlicher war in eine Schlägerei am Frankfurter Hauptbahnhof verwickelt, ist so leider sehr häufig in der Zeitung zu finden, auch wenn es eigentlich einen Index und einen Code gibt, keine Zuschreibungen zu TäterInnen oder TäterInnengruppen zu machen. Mehrere Personen werden also hier zu einer Gruppe zusammengefasst und vermutlich aufgrund von Aussehensnormen, die in eine geografische Zugehörigkeit eingeordnet werden in dieser Äußerung. Dies wird durch diese Form der Äußerung als relevant für den Kontext hergestellt. Und da liegt genau das Problem drin. Warum wird eine solche vermutlich sowieso vollkommen pauschal zuschreibende Kategorisierung hier in diese Äußerung reingebracht, weil sie als relevant angesehen wird? Ich tausche mal ein Wort aus, um das deutlich zu machen. Eine Gruppe Veganerinnen war in eine Schlägerei am Frankfurter Hauptbahnhof verwickelt, ist eine Äußerung, die wir sicherlich sehr viel seltener hören würden. Trotzdem stellt sich bei uns direkt im Kopf ein, ah, okay, es muss irgendwas mit Veganismus zu tun haben, warum diese Personen in diese Schlägerei verwickelt gewesen sind. Es muss also zumindest eine Teilbegründung dafür geben. So wirkt eben sprachliche Handlungen ganz unbewusst auf uns, indem wir dadurch, dass wir Gruppenzuordnungen da hören, das nicht nur als eine Gruppenzuordnung hören, sondern auch als einen kausalen Zusammenhang mit der Tat, die dahinter steht. Wenn das nicht der Fall sein sollte, wäre zum Beispiel möglich zu sagen, es gab am Frankfurter Hauptbahnhof eine Schlägerei, 9 Personen waren mindestens involviert. Das würde alle diese kausalen Zuordnungen, ah, es gibt eine Begründung durch eine Gruppenzugehörigkeit für diese Schlägerei, aufheben. Noch ein anderes Beispiel dazu. Eine Gruppe Mädchen war in eine Schlägerei am Frankfurter Hauptbahnhof verwickelt. Das kommt uns jetzt ganz ungewöhnlich vor, weil, und das ist eben nochmal eine weitere Ebene davon, diese erste Äußerung, eine Gruppe arabischstämmiger Jugendlicher, wir ganz automatisch als Cis-Jungen wahrnehmen. Das heißt, da gibt es sowas wie eine Privilegierung und eine Normalisierung von Privilegierungen durch die Art und Weise, wie wir sozialisiert sind in und mit Sprache. Das ist nur ein ganz kleines Beispiel dafür zu sagen, sprachliche Benennungen wirken sowohl als Alleinstehende als auch dadurch, dass sie in bestimmte Kontexte gesetzt werden und wie sie dann benutzt werden. Ein Beispiel, was ich sehr gerne benutze dafür, ist auch, dass es ja ganz viele solche Äußerungen gibt, wie er musste Frankfurt verlassen, weil er Jude war, also in Zeiten des Nationalsozialismus. Ganz selten allerdings finden sich solche Äußerungen wie er musste Frankfurt verlassen, weil Deutschland antisemitisch agiert hat. Also nicht eine Zuschreibung zu einer sozialen Identität der Person, sondern eine Benennung der Gewaltform. Das ist auch etwas, was ich in ganz vielen von meinen Veröffentlichungen immer wieder deutlich mache. Das heißt, es findet eine alltägliche Vergewohnheitung von struktureller Gewalt durch Sprache statt. Wir gewöhnen uns an bestimmte Wirklichkeitsvorstellungen. Ich habe Ihnen hier nochmal Beispiele aufgeschrieben, welche Begriffe es eher selten gibt, dass Menschen in der Regel über kollektiv andernde Wahrnehmungen zugeschrieben werden, sowohl in Gesprächen als auch in Texten, also als AusländerInnen, Flüchtlinge, JüdInnen, Mädchen, Transpersonen, während eine Wahrnehmung und auch eine Verschriftlichung von InländerInnen oder Personen ohne Fluchtgeschichte als christlich sozialisierte Personen oder Cis-Menschen sich bisher im öffentlichen Diskurs noch sehr selten findet. Das sind alles privilegierte Positionen. Und das ist natürlich super spannend, dass diese privilegierten Positionen ganz, ganz selten Erwähnung finden. Das ist immer noch ganz häufig zu einer Benennung der anderen aus einer privilegierten Positionierung gibt. Das ist auch alles sehr schön ausgedrückt für mich in einem Zitat von Toni Morrison in ihrer Nobelpreisansprache von 1993, also jetzt auch schon sehr lange her. Oppressive language does more than represent violence, it is violence. Does more than represent the limits of knowledge, it limits knowledge. Also ich versuche es mal zu übersetzen. Unterdrückende Sprache repräsentiert nicht nur Gewalt, sie ist Gewalt. Sie repräsentiert nicht nur die Grenzen des Wissens, sie begrenzt Wissen.
Das bringt es für mich alles unglaublich gut auf einen Punkt, worum es geht und warum es auch so wichtig ist, Sprache zu verändern. Das sind also für mich schon alles ganz wichtige Argumentationen dazu, wenn zum Beispiel so eine Aussage kommt wie, ja, jetzt lass uns doch erstmal die Löhne ändern und die Sprache kommt schon hinterher. Also um deutlich zu machen, es gibt keine soziale Veränderung ohne Sprachveränderung. Und es ist auch immer so gewesen, in der neueren Geschichte auf jeden Fall, alle sozialen Bewegungen beginnen mit Sprachveränderungen. Weil Sprache ganz deutlich die Konzepte in unseren Köpfen verändert oder nochmal Veränderungen möglich macht. Sprache ist also dynamisch. Sprache zeigt immer auch, wie gerade gesellschaftliche Vorstellungen sind. Wenn diese sich verändern, verändert sich auch Sprache. Also zum Beispiel die ganzen neuen Vokabulare wie Zoom-Sitzungen und was damit alles zusammenhängt, was wir zum Beispiel jetzt gerade ganz, ganz neu erleben. Wenn Sprache sich verändert, kann das für einige unbequem, anstrengend und schwierig sein. Für andere aber ist es befreiend, Horizonte erweiternd und schlicht aufmerksam und respektvoll. Also auch das ist ein ganz wichtiges Argument, immer hinzugucken, für welche Personengruppen ist denn etwas wie. Es ist nicht für eine Allgemeinheit anstrengend, wenn es Sternchenformen gibt beispielsweise, sondern es ist eine Form, wie Personen, die diskriminiert werden, auf einmal eine Anwesenheit in öffentlichen Diskursen finden. Genau. Sprache zeigt also in der Regel gesellschaftlich normalisierte Vorstellungen. Diskriminierungskritische Sprache fordert genau das heraus und wird genau auch deswegen als so anstrengend erlebt von vielen Menschen. Und diese privilegierten Vorstellungen sind eben unter anderem weiße Privilegien, die Annahme von Zweigeschlechtlichkeit als eine nicht hintergehbare Norm, dass Menschen nicht behindert sind. Und alle diese Vorstellungen sind so normalisiert in der Gesellschaft und für Menschen sehr, sehr schwierig aufzubrechen. So, wie vorhin schon gesagt wurde, habe ich ein ganzes Buch dazu geschrieben, weil ich jahrzehntelang dazu Vorträge gehalten habe und dachte, ich fasse es mal in einem Buch zusammen. Das heißt, Sprachhalten zeigen, ein Argumentationsleitfaden für diskriminierungskritisches Sprechen und Schreiben. Und daraus habe ich jetzt einfach noch ein paar von den Argumenten rausgenommen, um dazu noch mal was zu sagen, was ich da vielleicht problematisch dran finde, um Ihnen so ein bisschen Argumentationshilfe oder Möglichkeiten einer Argumentationshilfe dazu zu geben. Das Buch ist allerdings sehr empowernd aufgebaut, also es fängt nicht direkt mit diesen schwierigen Sachen an, sondern eher mit diesem, warum ist es cool, sprachliche Veränderungen zu machen und wie kann ich das für mich selber argumentieren und wie kann ich das auch vor anderen Menschen kommunizieren. Im letzten Teil dann oder im dritten Teil geht es dann nochmal darum, welche Muster finden sich in der Abwehr diskriminierungskritischer Sprachveränderungen, also welche Argumente kommen immer wieder in unterschiedlichen Formen. Da gebe ich dann Beispiele für diese Argumente, mache dann eine Visualisierungsübung, damit Menschen, die diesen Teil lesen und Sprache verändern wollen, erstmal wieder gut zu sich kommen können oder sich selber noch Hilfestellung geben können. Nehme dann diese Argumente auseinander, beziehungsweise sage was dazu und am Ende mache ich nochmal Angebote dafür, wie denn kommuniziert werden könnte in einem solchen Fall. So, das erste Argument, was ich jetzt, auf das ich jetzt nochmal kurz eingehen will, ist eben die Frage von, es ist doch lediglich politisch korrekt oder etwas Besonderes zu sagen. Ach, ich habe das nicht nötig. Du weißt ja, dass ich keine Frauen diskriminiere, dass ich meine Frau mag und so weiter. Ich bin ja nicht sexistisch. Und ganz häufig geht dieses politische Korrekt einher mit der Aussage, dass diskriminierungskritische Sprachveränderung ein Eingriff in die persönliche Äußerungsfreiheit und die persönliche Meinungsfreiheit sein. Das impliziert, dass diese Sprachveränderungsvorschläge Regeln oder Verbote sein. Verbote werden ja gerade auch wieder sowieso sehr viel diskutiert in der Gesellschaft, interessanterweise. Es ist anzunehmen, etwas sei ein Verbot, ist sowas wie ein Totschlagargument, ohne dass noch hingeguckt wird, was genau wird denn verboten und von wem wird denn was verboten oder was wird ermöglicht in einer bestimmten Situation. Also das ist ein ganz spannendes Argument, was ja jetzt gerade auch in der Klimadebatte sehr, sehr stark benutzt wird. Es impliziert also in diesem Fall jetzt hier, dass diskriminierungskritische Sprachveränderungsvorschläge Verbote oder Regeln seien.
die Menschen nicht wollen, die nicht autorisiert sind und die politisch Stellung beziehen würden. Das heißt also, dass das, wie wir vorher sprechen, politisch neutral sei. Das ist nicht der Fall. Also wenn wir alleine nur gendern nehmen, das, was sprachlich konventionelle Handlungen ausdrücken, ist patriarchal in jeglicher Form. Und patriarchal umfasst ja auch nicht nur Männlichkeit als allgemeinmenschliche Norm zu setzen, sondern auch Weißsein als Normalität zu setzen. Indem dieses Argument stark gemacht wird von, ach, das ist doch lediglich politisch korrekt, wird häufig vom eigentlichen Inhalt der Benennung einer sprachlichen Diskriminierung und dem Wunsch, dies zu verändern, abgelenkt. Gleichzeitig pochen Menschen aber, die so argumentieren, dadurch häufig auf orthografische oder grammatische Regeln, also jetzt Bezug auf die Sternchenform, das gibt es nicht, das steht so nicht im Duden und so weiter, führen also Momente ein, die tatsächlich ihre persönliche Äußerungsfreiheit mitbestimmen. Diskriminierungskritische Sprachveränderungen werden so als dogmatisch, verbotsmäßig und fehlerhaft dargestellt. Dabei bringen diese abwehrenden Äußerungen genau selbst dies zum Ausdruck. Diese diskriminierungskritische Sprachveränderung sollten verboten werden. Also ganz häufig hat die Gegenseite ja genau diesen Verbotswunsch, zu sagen, das darf nicht gesagt werden, das ist nicht richtig. Ja? Sie seien per se problematisch und Sprache habe korrekt zu sein, nach Regeln, denen sie zu gehorchen habe. Diese Äußerungsmuster sind umso interessanter, als dass sie im Deutschen mit der Ausnahme von Holocaustleugnungen und Beamtinnenbeleidigung, also insbesondere von PolizistInnen häufig angewendet, keine gesetzlichen Verbote zu sprachlichen Ausdrucksweisen gibt. Es handelt sich bei diesen Äußerungen also vor allem um phantasmatische Ängste und argumentative Verschiebungen dessen, worum es geht, und letztendlich also ganz häufig um ein Beharren auf Rassismus als unbenannte Norm und Normalität. Darüber hinaus zeigt diese Äußerung, und das ist für mich ein ganz, ganz starkes, ganz wichtiges Argument in meinem Alltag und in meinem sprachkritisch Handeln, diskriminierungskritisch Sprachhandeln, ist, dass diese Äußerung nicht trennt zwischen Meinung und Gewalt. Und das ist für mich ein ganz, ganz entscheidender Punkt, den habe ich gleich nochmal auf einer Folie auch zu sagen, wenn etwas gewaltvoll geäußert wird und sprachliche Handlungen sind für mich Sprachgewalt, wenn sie diskriminierend sind eben, wenn etwas Gewaltiges geäußert wird, ist das keine Meinung, sondern es ist Gewalt. Also zu sagen, ach, es ist ja nur meine Meinung, passt nicht, sobald es um Gewalt geht, meines Erachtens. Das ist für mich ein ganz, ganz wichtiges Argument im Hinterkopf zu behalten. So, ein zweites Argument ist die Frage, das betrifft doch nur ganz wenige Menschen. Deswegen sollen wir jetzt die Sprache verändern. Das ist ein auch sehr gängiges Argument, was eben für Gender-Veränderungen sehr häufig angebracht wird, aber auch für andere Sachen. Ich weiß nicht, ob Sie sich an die Auseinandersetzung zur Deutschen Bahn-Werbung erinnern können, wo an dem Punkt, wo die Deutsche Bahn angefangen hat, nicht nur weiße Menschen abzubilden und sich dann weiße Personen darüber aufgeregt haben, dass sie gar nicht mehr vorkommen würden in der Werbung, ja. Also, dass es eine ganz, ganz große Angst gibt, etwas zu verlieren von sich selber. In den abwehrenden Äußerungen dieser Gruppe wird ausgehend von einer quantitativen Logik postuliert, wenn es nur wenige Personen betrifft, ist es nicht so wichtig, dann können wir doch alle die große Mühe einer sprachlichen Veränderung sein belassen. Hier wird also eine Repräsentationslogik angewendet und als relevant für sprachliche Entscheidungen auf einer gesellschaftlichen Ebene erklärt. Dieselbe Repräsentationslogik wird nicht angewendet, wenn es um die Frage geht, warum nur genderspezifisch männliche Formen verwendet werden. Um das nochmal ganz deutlich zu sagen, androgenderne Formen, also das, was auch sehr konventionell als generische Maskuliner bezeichnet wird, sind keine neutralen Formen. Es gibt nicht eine einzige Untersuchung dazu, die zeigen würden, dass diese Formen neutral wirken, sondern sie stellen unbewusst sofort Bilder von Männern her, also bevor wir überhaupt denken können, ja, und zwar auch bei Feministinnen, also es ist ja über die verschiedensten Gruppen untersucht worden. Das heißt, die sind nicht neutral, sondern sie sind androgendert. Sie setzen Männlichkeit als Allgemeinmenschlichkeit. Wenn es also um die Frage geht, wie genderspezifisch männliche Formen verwendet werden und nicht daneben genderspezifisch weibliche Formen, obwohl es die Hälfte der Bevölkerung ist, da kommt diese Repräsentationslogik nie rein. Und das ist ein weiteres wichtiger Aspekt für mich. Es wird ganz häufig so gemacht, als würden
neutrale Logiken benutzt, objektive Logiken benutzt, wissenschaftliche Vorstellungen benutzt, um ein Argument vorzubringen. Dieses Argument wird aber nur sehr, sehr strategisch benutzt, und nicht in einer Allgemeinheit, wie zum Beispiel sich an dieser Repräsentationslogik von Weiblichkeit und Männlichkeit und den Sprachformen beispielsweise zeigt. Das ist eine. Und das andere ist, dass hinter diesen ganzen Logiken in der Regel einfach Angst ist. Angst, Privilegien zu verlieren, Angst vor Veränderungen, Verunsicherung, Angst, etwas falsch zu machen. Und dass das aber wir in der Gesellschaft vielleicht wenig gelernt haben, das auszudrücken und ganz häufig wegerklärt wird über irgendwelche pseudo-objektiven Äußerungen. So, dass es nur noch 5 Minuten sind, gehe ich jetzt auf dieses Argument jetzt nicht mehr noch weiter ein. Ach genau, was mir da aber noch sehr wichtig ist zu sagen ist, neben dem, dass es darum geht, dass andere Leute eine Wahrnehmbarkeit haben, darüber, dass Sprache verändert wird. Und das ist jetzt egal, ob über Rassismus, über migrationsbezogene Diskriminierung, über Behinderung oder über genderbezogene Diskriminierung reden. Neben dem ist für mich ganz zentral, dass durch alle diese Veränderungen die Norm als normal und neutral infrage gestellt wird. Es geht also nicht darum, dass jetzt noch irgendeine kleine Gruppe mit Berücksichtigung findet, sondern dass die normalisierte Gruppe explizit benannt werden muss und nur eine Möglichkeit unter vielen ist. Es geht also nicht um eine Haltung von Toleranz, von, ja, jetzt nennen wir die Gruppe auch noch mit, sondern es geht darum, die Norm zu entnormalisieren. Also es geht um was ganz, ganz Grundlegendes und in Bezug auf Repräsentationslogik geht es also um die Menschen in der Macht, die dadurch eine Veränderung erfahren könnten und wodurch sich gesellschaftliche Systeme meines Erachtens dann verändern könnten. Also was ganz, ganz Großes. Das ist das Argument, was ich vorhin schon genannt habe. Die Idee von, ja, lass uns doch erstmal Taten machen, lass uns doch erstmal die Löhne angleichen, lass uns doch erstmal die Kindergrundsicherung verändern und so weiter. Und dann kommen Worte schon hinterher. Das ist ein ganz, ganz grundlegendes Argument, in dem in meiner Wahrnehmung zwischen Sprache als Handlung und anderen sozialen Handlungen unterschieden wird, was jetzt für eine Hegemonie, für die, die in der Macht sind, ein ganz, ganz cooles Argument ist, dass sich das so verselbstständigt hat, weil dann Menschen nicht sehen, wie sehr sie über veränderte Sprachhandlungen tatsächlich etwas verändern könnten. Und ein Argument, was jetzt ganz häufig mit diesen ganzen Sprachformen, Sternchenformen oder Unterstrichformen benutzt wird, ist, das ist zu kompliziert und zu unverständlich. Das, was hier auch das Titelthema letztendlich ist. Wenn ich jetzt jedes Wort überlegen soll, bevor ich spreche, sage ich lieber gar nichts mehr. Das ist genauso so ein Totschlagargument, was auch sehr darauf zurückgeht, zu denken, Sprechen ist etwas, was intuitiv einfach aus mir rauskommt und nichts darüber aussagt, wie strukturell diskriminierend diese Gesellschaft vielleicht ist und warum es deswegen vielleicht wichtig sein kann, etwas im eigenen Sprechen auch zu verändern. So, jetzt sage ich Ihnen als Abschluss noch Audre Lorde, das Zitat, das lassen wir jetzt weg, wo es darum geht, dass Schweigen auch ein Sprechen ist und dass wir so oder so sterben werden und warum wir unsere Zeit dann nicht dafür nutzen, vielleicht sprachlich handeln zu versuchen, die Welt zu verändern. Hier sind jetzt nochmal die verschiedenen Gründe für die mögliche Abwehr diskriminierungskritischer Sprache kurz aufgeführt. Also, was ich vorhin schon gesagt habe, auf einer emotionalen Ebene eine große Angst und Verunsicherung, würde ich sagen, die aus ganz vielen verschiedenen Punkten genährt sein kann eben. Es kann zum Beispiel sein, dass es eine Angst gibt, die Privilegien nicht behalten zu wollen, Privilegien wie einen Besitz anzusehen und nicht wie eine Ressource und eine Möglichkeit dazu, Welt positiv zu verändern beispielsweise. Das in der Regel gar nicht reflektiert zu haben. Dann eine große Abwehr, das eigene Sprechen als soziale Verantwortung aktiv selbst zu gestalten, Angst vor Ausgrenzung, Angst vor höhnischen Antworten von anderen und eben eine Ignoranz von Diskriminierungsverhältnissen. Und eine sich aus Bequemlichkeit da reinzugeben, von zu sagen, es ist doch egal, was ich sage, die da oben müssen etwas ändern. Genau. Also das sind alles ganz verschiedene Gründe, die auf ganz verschiedenen Ebenen auch nochmal liegen, die aber für mich sehr hilfreich sind, um mir immer wieder darüber klar zu werden, warum führt es zu so viel Abwehr? Und dazu ganz allgemein, wenn Sie versuchen, die Sprache diskriminierungskritisch zu verändern, es ist immer unkonventionell, was heißt,
dass die Gesellschaft von der Struktur her sehr stark Diskriminierungen immer reproduziert. Sie werden immer auf emotionale Abwehr stoßen in irgendeiner Weise. Und die drückt aber vor allem aus, dass sie einen Punkt haben. Auch wenn es manchmal schwierig ist zu hören. Aber es drückt aus, dass irgendetwas total Sinn macht da, weil ansonsten würden Menschen nicht so krass reagieren. Sonst würden sie das einfach ignorieren und würden da einfach drüber hinweggehen. Ja, also das, auch wenn es sehr schwierig ist, ist es trotzdem, finde ich, sehr, sehr gut, das für sich selber immer noch mal deutlich zu haben. Deswegen wären meine grundlegenden Strategien, nichts persönlich zu nehmen. Was eine andere Person äußert, äußert eine andere Person über sich. Auch wenn diese Äußerung vielleicht eine Du-Äußerung ist. Du spinnst ja, du hast ja nicht mehr alle Tassen im Schrank, du übertreibst, du bist zu emotional. Das drückt etwas über die Befindlichkeit einer anderen Person aus. Ja? Auch wenn das manchmal sehr unglücklich geäußert ist. Das Zweite ist, wenn Sie diskriminierungskritisch agieren, nehmen Sie nicht sich selbst als Problem wahr. Auch wenn es ganz häufig so gemacht wird, dass Sie problematisch sind. Diskriminierungskritisch zu sein, ist keine Mehrheitsmeinung und ist keine Mehrheitsauffassung. Das heißt, wenn Sie allen gefallen wollen und wenn Sie von allen geliebt werden wollen, dann werden Sie nicht diskriminierungskritisch sprachhandeln können, weil das ist dann zu anstrengend tatsächlich. Und sich das vorher aber klar zu machen, ist total wichtig. Und mir geht es überhaupt nicht darum, Leute vor den Kopf zu stoßen. Mir geht es darum, Sachen zu kommunizieren und durch sprachliche Handlungen Wahrnehmungen zu öffnen und eine Vielfalt von Wahrnehmungen möglich zu machen. Dazu gehört eben auch ein aktives Zuhören, was Sie auch einfordern können, wenn Menschen direkt Ja-Aber anfangen zu Äußerungen zu machen oder sie zu unterbrechen und so weiter, einzufordern, ob die Person nochmal sagen kann, was sie gerade gehört hat, weil sie das Gefühl haben, dass sie sonst vielleicht aneinander vorbeireden. Eine weitere wichtige Strategie ist für mich, Gruppen zu bilden, also nicht sich zu isolieren. Diskriminierung, strukturelle Diskriminierung funktioniert häufig so, dass wir als Individuen glauben, wir wären das Problem, wir wären komisch und seltsam, wir wollten was Seltsames. Versuchen Sie sich zu vernetzen mit anderen und mit anderen darüber zu reden und trennen Sie zwischen Gewalt und Meinung. Und als Abschluss noch, diese kurzen Inputs, politische Sprachveränderungen sind für mich präzise, sind differenziert, sie sind schön und ästhetisch. Das ist für mich ganz wichtig, weil immer gesagt wird, die Ästhetik der Sprache würde zerstört. Gewalt kann für mich nicht ästhetisch sein. Etwas differenziert und präzise auszudrücken und diskriminierungskritisch ist für mich ästhetisch und schön. Sie sind immer möglich, sie sind kreativ und kontinuierlich neu. Sie gestalten Welt und eröffnen Welt und sie machen auch richtig viel Spaß.